Strength Focus Challenge. Warum ich finde, dass wir mehr Fleisch essen sollten und wie lange ich noch Inhalte über Fleisch im Internet verbreiten werde. Hallo alle Strandfüge und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Und ich habe ja neulich die Ochsenriegel in einem Video empfohlen als beste Proteinriegel der Welt, meiner Meinung nach. Und falls du das Video noch nicht gesehen hast, ich verlinke es dir mal hier unter dem Video. Und dort habe ich sehr viele Anfragen bekommen zu dem Produkt, was mich auch sehr gefreut hat natürlich. Und ich habe auch sehr viel Kritik mal wieder bekommen, vor allem dann immer, ihr müsst immer wissen, die größte Kritik, die kommt dann immer in den persönlichen Nachrichten. Ja, da kommen dann immer die schärfsten Sachen. Und ich wollte deswegen mal ein kleines Video dazu machen, weil immer öfter auch die bei Facebook zum Beispiel der Kommentar kam, ja, wie oft müssen wir denn dieses Thema noch breit treten? Ja, also wie oft müssen wir denn noch dieses ganze Fleisch und vegan und so weiter hören von dir, Kolja, dass du endlich mal Ruhe gibst und damit aufhörst? Ja, und dafür habe ich jetzt gerade richtig lange und intensiv nachgedacht und bin auf 3 Antworten gekommen. Ja, und die kommen jetzt. Punkt Nummer 1. Ich werde noch so lange diese Videos machen über gesundes Fleisch und darüber aufklären, wie ich Kommentare und Fragen bekomme nach dem Motto, das ist aber teuer. Boah, ist das teuer. So ein Fleisch, da soll ich so viel Geld ausgeben. Ja, so lange werde ich noch Videos darüber machen, weil die kommen von vielen Leuten, die einfach in dieser Beziehung nicht das Wissen bekommen, was dafür nötig ist, um zu verstehen, warum ein Produkt halt teurer ist, wenn es gut gehalten wurde, ein Tier. Und das sind dann die Leute, die sich für 2,50 um die Ecke ein Hühnchen kaufen und dann groß staunen, wenn sie in der Bild-Zeitung lesen, dass es einen neuen Gammelfleischskandal gibt. Ja, das sind so ähnlich wie Leute, die zu McFit gehen und sich aufregen, dass nur 2 Trainer abends da sind, bei hunderten von Leuten im Studio, aber halt nicht die andere Seite der Gleichung sehen, nämlich, dass sie nur 16,90 Euro zahlen im Monat. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Zeichen von Dummheit oder so, sondern einfach nur ein Zeichen, dass man in dieser Beziehung sich noch nicht genug weitergebildet hat. Ja? Und ich bin ja selbst zum Beispiel ein Mensch mit eher so mittelmäßiger, wahrscheinlich sogar unterdurchschnittlicher Intelligenz. Ja? Aber ich habe einen ziemlich hohen Willen und mir macht hartes Arbeiten Spaß. Und deswegen habe ich kein Problem, da richtig in der Tiefe zu recherchieren und richtig die Antworten rauszufiltern, die wichtig sind. Ich habe zum Beispiel eben gerade vorhin mit dem Tobi, das ist der Geschäftsführer von Ochsenstolz, telefoniert, richtig lange, richtig cooles Gespräch gehabt. Und die haben hier in Mecklenburg, das ist ja gar nicht so weit von Berlin, haben sie mehrere Bauernhöfe und mehrere Standorte, wo sie das ganze Fleisch produzieren und so weiter. Und ich werde irgendwann dieses und nächstes Jahr richtig viel dort recherchieren, werde mir das alles angucken, werde Videos darüber machen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Weidefleisch und konventionellem Fleisch, ja? Um einfach aufzuklären, wie solche Produkte entstehen. Das heißt, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich werde diese Videos über Fleisch noch so lange machen, wie überall im Netz, vor allem auf YouTube und so weiter, undifferenziert an das Thema Fleisch herangegangen wird. Das heißt, solange wir Blogbeiträge lesen, wo steht, Fleisch verursacht Krebs oder Fleisch ist ungesund und so weiter und viele Gurus auf YouTube dir erzählen, warum Fleisch irgendwie, ach, was habe ich neulich wieder gelesen, das will ich gar nicht erst sagen, ja, weil es so schlimm ist und so unwissenschaftlich. Und solange wie noch undifferenziert an dieses Fleisch rangegangen wird, solange werde ich noch meine Videos dazu posten. Einfach, weil es immer extrem wichtig ist, im Leben zu differenzieren. Wenn wir nicht differenzieren, dann haben wir im Prinzip schon verloren von Anfang an. Ja, ist die Kamera überhaupt scharf? Ich hoffe. Ja. Weil wacht mal langsam auf, Leute. Wacht mal langsam auf. Für jeden gebildeten Deutschen, der sich dazu entschließt, Veganer zu werden oder Vegetarier, kommen ungefähr 30 Chinesen und 30 Inder und 30 Brasilianer, die alle mehr Fleisch essen wollen auf dieser Welt. Und die Fleischproduktion von diesem Massentierhaltungsmist geht immer weiter und immer höher. Und solange wir nicht zusammenarbeiten und konstruktiv sozusagen uns damit austauschen, solange werde ich noch diese Videos machen. Zweiter Punkt. Und dritter Punkt, ich werde diese Videos noch so lange machen, wie in Büchern und auch wieder Blogartikel und Videos und so weiter,
einfach ja, pseudowissenschaftlicher Mist von sich gegeben wird und dadurch die Leute verunsichert werden. Oder einfach vollkommen irrelevante Sachen, wie zum Beispiel, ja, in Asien, da leben die Leute ja so viel länger als wir hier in Deutschland, weil sie alle Vegetarier sind und weil sie alle kein Fleisch essen. Ja? Davon mal abgesehen, dass es natürlich vollkommen sinnlos ist, das mit uns zu vergleichen hier, ist das natürlich das der unwissenschaftlichste Müll, den du dir vorstellen kannst. Ja? Ich gebe mal ein kleines Gegenargument. Wir hier in Deutschland, wir haben, ich glaube, ich habe neulich nachgeguckt, da war es ungefähr mittlerweile eine Lebenserwartung von 80,5 Jahren. Und wir essen, glaube ich, jetzt darf ich mich nicht verhaspeln, ich glaube, es war irgendwas mit 60 Kilogramm Fleisch pro Nase in Deutschland im Durchschnitt. Ja? In Spanien, mit die höchste Lebenserwartung in Deutschland, in Europa, da leben die Leute im Schnitt, also jetzt Männer und Frauen zusammengefasst, 2 Jahre länger. 82,5 Jahre. Die Spanier essen ungefähr doppelt so viel Fleisch wie wir Deutschen. Seht ihr? Kann ich jetzt aber behaupten, das liegt an dem Fleisch? Nein, natürlich nicht. Und genauso wenig kann ich sagen, es liegt daran, dass die Leute Vegetarier sind, dass sie länger leben. Und wenn ich das doch tue, dann behaupte ich halt wissenschaftlichen Schrott. Und solange das publiziert wird und noch gepostet wird und dann andere Leute für ihre Bücher und so weiter verwenden, solange werde ich dagegen reden, den dritten Punkt, und werde meine Meinung und meine Erfahrungen dazu schildern. Das ist also die einfache und simple Antwort, wie lange ich diese Thematik noch behandeln werde. Ob nun in Videoform oder in Schriftform, das werden wir dann sehen. Und das war deswegen einfach nur die Antwort auf die Fragen, die da kamen. Wenn du dich einsetzen möchtest für gutes Fleisch, für qualitativ hochwertige Produkte, dann würde ich dir empfehlen, etwas weniger Fleisch insgesamt zu essen. Ja? Und wenn du Fleisch isst, so viel und so oft wie möglich qualitativ hochwertiges Fleisch zu essen, wie zum Beispiel die Ochsenriegel, die ihr hier unten unter dem Video bekommt. Das war's für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Kolja Barkhorn und Peng.